Wenn ich mein Home Alone Shirt anhab, dann muss auch irgendwas mit Home Alone im Video sein. Set Nummer 21330, 3955 Teile und ich schwitze mir einen unter der Mütze hier ab, dabei ist noch gar nicht Dezember. Wunderschönen guten Tag, grüß euch, schön, dass ihr mit dabei seid und das Video schaut. Das Set kennt ihr von mir. Das Set habe ich euch letztes Jahr schon vorgestellt, allerdings in 24 kleinen Dosen. Der Witz von diesem Set ist, das ist klar, logisch, gehen wir auf das Set ein. McAllister Haus, Home Alone, Kevin allein zu Haus. Wir haben 5 Minifiguren mit bei, knapp 4000 Teile. Das Ding ist super. Auto mit bei, Baumhaus mit bei, Schlitten mit bei und ich mache mal ganz kurz hier hinten das Baumhaus ab. Wir haben ein geschlossenes Haus. Und wir haben Funktionen, dazu komme ich gleich. Aber nochmal zurück zu Anfang. Letztes Jahr habe ich euch das als Adventskalender präsentiert. Das Set hat 24 kleine Tütchen in der Anleitung, sind 24 kleine Bauschritte drin. Mit diesen 24 Bauschritten kann man jeden Tag quasi im Dezember als Adventskalender Freude haben und auf den 24. hinarbeiten. Das habe ich in Videoform gemacht, jeden Tag eine Tüte gebaut, habe es euch gezeigt und heute ist mal das Review fällig. Verspreche ich euch schon seit einem Jahr, hier ist es. Bevor ich zu dem großen Review komme, jetzt denkt ihr, ich bin wahnsinnig. 24 Tüten, ja? Ich habe jetzt das, was ich jetzt gleich hole, habe ich ein Jahr lang aufbewahrt. Es stand hinter meiner Türe, ein Jahr lang, für diesen Moment. In dem Karton, habe ich euch damals gezeigt, ist ein Subkarton gewesen, ein kleiner weißer. Und da habe ich alle Verpackungen rein, die in dem Set waren. Jede Kunststoffverpackung. Komm, wir gucken mal, wie viel Müll Lego mit diesem Set produziert. Jetzt Achtung. Kommt noch. Ja. Bisschen ist was runtergefallen. Hier ist auch noch eine ganze Menge. Das sind 24, teilweise 2 bis 3 Tütchen. Mit Kunststoffmüll. Die in dem Set drin sind. Da wünschte ich mir doch, dass Lego schon die Papierverpackung hätte oder andere Möglichkeit hätte, das zu verpacken. Vielleicht sogar in kleinen Kartons, in einzelnen kleinen Kartons. 24 kleine, ganz normale Kartonagen, wo man die Teile drin hat. Aber das ist schon ein Riesenhaufen Müll. Böses, böses, bäh! So. Das muss sein, das musste ich einfach erwähnen, das war so viel Kunststoffmüll beim Auspacken, beim Bauen. Das musste ich, jetzt kann ich es endlich wegwerfen. Wird natürlich fachmännisch getrennt in den richtigen Mülleimer geschmissen. Kommen wir zum Set. Das Set gibt es seit letztem Jahr, war super schnell ausverkauft. Mittlerweile gibt es wieder zu Weihnachten, pünktlich zu Weihnachten. Deswegen mein Video auch weit vor Weihnachten, jetzt noch im Oktober. Warum? Dass ihr das Set, falls es euch bockt, falls ihr Interesse drauf habt, jetzt mal wirklich Real Talk, falls ihr Interesse habt, das Set zu kaufen. Ja? Das gibt es nicht nur exklusiv bei Lego, das gibt es auch bei anderen Händlern. In den Shownotes habt ihr so ein, zwei Links dazu. Kauft das, bevor es zu spät ist. Letztes Jahr war das Ding ausverkauft, die Dinger gingen für horrende Preise bei eBay. Wenn ihr Bock habt, holt eins davon. Allerdings muss ich sagen, das ist ein bisschen böse, denn das Set kostete ja bis Ende August 249,99. Seit 1. September kostet 299,99. Also wenn ihr Glück habt, kriegt ihr noch den einen oder anderen günstigen Preis dafür. Zum Beispiel bei, ich weiß gar nicht, welcher Händler das alles hat. Guckt in den Shownotes, da habe ich ein, zwei verlinkt. Und bei Lego natürlich, solange es verfügbar ist und ihr habt Bock drauf, kauft. Ich weiß nicht, wie lange es am Markt ist. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr EOL geht. Das ist immer so eine Würfelgeschichte. Manche Modularhäuser, da vorne sehe ich es gerade, die Stadtleben, das ist seit zig Jahren am Markt. Andere sind 2 Jahre am Markt, andere setzen nur ein Jahr. Wer weiß, wie lange das noch am Markt ist. Gehen wir erstmal auf das Set ein. Wir messen das gleich mal aus, dann zeige ich euch, was das Ding kann, zeige, was dabei ist und dann schauen wir mal. Da ist ein Auto mit bei, da ist ein Baumhaus mit bei. Das interessiert mich von der Größe weniger. Das Haus ist das, was mich juckt. Denn das Haus hat eine Breite von Dach zu Dach von 34 cm, die reine Struktur 32 cm. Wir haben eine Höhe mit dem, bis zu dem Kamin hier von 27 cm und eine Tiefe, muss man jetzt in zweierlei Maß messen, eine Tiefe hier von dieser Kante bis da zu dem Haus vorne sind wir bei 12 cm, mit Gartengerümpel bei 16 und mit dem hinten dran, mit Treppe, mit allem, bis ganz vor sind wir bei 35 cm ungefähr. Wir haben echt eine Menge Zeug mit bei. Wir haben ein geschlossenes Haus. Und wisst ihr, was wir noch haben? Wir können damit einiges tun. Wir können es zum Beispiel aufklappen. Du kannst aufklappen. Wie ein Puppenhaus. Und da drin ist ganz schön was los. Kommen wir gleich dazu. Ich zeige es euch aber anders. Wir können es nämlich auch im Modulargebäude abnehmen.
jedes Stockwerk. Das ist der Knüller. Dieses Set ist eines der besten Sets. Das hat es in meiner letzten Jahreschart zum besten Set des Jahres locker ohne Probleme in die Top 10 geschafft. Gehen wir aber erstmal auf den Krempel hier ein. Und auf die Minifiguren. Wir haben mit bei den freundlichen, netten Nachbarn mit seiner Schaufel. Und natürlich hat der Kollege auch seine Mülltonne mit dabei. Die habe ich arglistigerweise hinter das Haus gestellt. Und wir haben die zwei Verbrecher mit bei. Marv und Harry. Und Marv hat nicht nur ein freundlich guckendes Gesicht. Marv hat auch ein Bügeleisengesicht. Also ich glaube, jeder von euch hat einen Film gesehen und weiß, warum Marv ein Bügeleisengesicht hat. Hat auch eine Begründung in diesem Set. Komme ich noch dazu. Des Weiteren haben wir mit bei Kevins Mom. Die hat auch ein Wendegesicht, das ziemlich dieses widerspiegelt, wo sie nach Kevin schreit. Und wir haben natürlich den kleinen Kevin mit bei. Ja. Und der kleine Kevin kann nicht gucken. Und der kleine Kevin kann sich vor den Spiegel stellen, mit Aftershave einreiben, dieses Gesicht machen in Lego. So, 5 Minifiguren, muss ich nicht viel groß sagen. Nette Minifiguren, keine bedruckten Beine, keine bedruckten Arme, nichts Besonderes. Sehen aber cool aus. Hübsche Gesichter, hübsche Oberteile, also Torso, ist okay. Des Weiteren haben wir einen Schlitten mit bei. Warum der mit bei ist? Ganz einfach, wir können den Kevin nehmen, der hat nämlich knickbare Beine, können wir reinsetzen, können was mitmachen. Machen wir auch gleich. Kommt mal nebendran. Dann haben wir den OK Plumbing and Heating Truck. Warum haben wir den mit bei? Da sitzen die zwei Gauner drin. Das Dach können wir abnehmen. Zack, machen wir kurz raus. Da stehlen sie. Das sind ja die feuchten Banditen. Ne? Die stehlen so schöne Sachen aus anderen Häusern. Mit denen kundschaften sie auch aus. Und ja, der Kevin hat übrigens noch eine Eisschale in der Hand. So. Und dann haben wir noch optionale Kopfbedeckung, wir haben noch eine graue Mütze für Marv und eine Polizeimütze haben wir noch für Harry, weil der gibt sich ja als Polizist aus. Die habe ich alle in den Van reingeschmissen. Und dann ist es eine nette kleine Geschichte im richtigen Maßstab zum Haus. Ein nettes kleines Fahrzeug, allerdings mit Aufklebern auf den Panels. Nicht über mehrere Teile hinweg, aber über ein Panel jeweils ein Aufkleber. Nettes kleines Fahrzeug, kann man mal machen, stelle ich euch mal hier rüber. So. Dann haben wir ein kleines Baumhaus mit bei. Das Baumhaus beinhaltet eine Piratenflagge. Das Baumhaus hat oben ein kleines Flugzeug mit drin. Und ist winterlich gestaltet. Hat ein bisschen Schnee mit dran, weiße Blätter, orange Blätter und wir haben eine Leine. Warum haben wir eine Leine? Das zeige ich euch gleich, weil ich mache das eh wieder ab. Der Klotz ist ganz schön schwer. So, das kommt nämlich hier hinten an das Fensterchen dran. Hier ist ein Fenster, da kommt die Zipline dran. So, zack. Ich sage euch jetzt nicht, was für tolle Bautechniken in dem Set sind. Schaut doch einfach die Bauzeit oder die Sachen an, wie ich sie gebaut habe, vom 1. bis zum 24. Dezember. So, weil was da mit besonderen Bautechniken drin ist, muss ich euch jetzt wirklich beim besten Willen nicht 1:1 wiedergeben. Nur die Fenster sind zum Beispiel cool gebaut und die haben echt Spaß gemacht hier oben. Jedenfalls können wir aber hier oben das Fenster aufmachen. Hier haben wir diese Zipline, mit der Kevin vor den Einbrechern flieht und sich in das Baumhaus in Sicherheit begibt. Und unten drin haben wir, das kann ich wieder abmachen, auch noch eine kleine Schere mit drin, die den Bolzenschneider symbolisiert, mit der er das Kabel durchschneidet und die zwei unten hinfallen. So, auch so viel dazu. Baumhaus im Winterlook mit bei. Kommen wir zu dem, was wirklich zählt. Es ist wirklich eines der besten Häuser, die Lego je gemacht hat. 300 Euro ist ein bisschen unverschämt viel, aber für 2,50 war das ein super Deal. Ich habe VIP-Punkte eingesetzt. Vielen lieben Dank an Walter, der mir das Set damals aus Stuttgart besorgt hat, als es direkt in Stuttgart lieferbar war. Vielen lieben Dank, Walter. Du hast mich sehr glücklich gemacht. So, wir gehen erstmal auf das hier hinten an. Das ist ein Anbau. Warum ist ein Anbau mit dran? Wir sehen hier vorne dran, hier ist schön weihnachtlich geschmückt, Lichterketten, unten ist der Keller angedeutet. Um dann kompletten Keller drunter zu bauen, hätte das Ding noch höher gesetzt werden müssen, aber wir wollen ja die Szene nachspielen oder wir wollen einen signifikanten Keller drin haben mit diesem großen, bösen Ofen. Wir wollen ja auch diese Szene haben, wie Marv das Bügeleisen auf die Platte vorne kriegt. Deswegen ist das hier hinten mit dran. Das spreche ich zuerst an, denn dann können wir nämlich mit dem Haus besser auch hantieren später. Wir haben hier einen wunderschönen Eingang. Das ist mit diesem neuen Blau. Das ist so ein cooles Trans Blue mit so ein bisschen Lila drin. Wir haben eine wunderschöne Türe. Wir haben es wunderschön weihnachtlich mit Schnee dran. Echt cool gemacht. Hier haben wir einen Durchgang, der geht auch zum Esszimmer. Das ist die Küche. Das ist auch modular aufgebaut. Wir haben Stockwerk für Stockwerk. Das zeige ich euch. Das Dach ist nichts Besonderes. Ist halt schön. Ist auch ein bisschen rot drin. Ne? So. Hier ist der Keller mit diesem wunderschönen Ofen. Dieser wundervolle Ofen mit drin. Wir haben eine Waschmaschine, wir haben die Socke auf dem Boden, die Marv verliebt, wenn er im Teer ist und dann eben
da durchläuft. Wir haben einen Werkzeugkoffer, die Waschmaschine. Und wir können, wenn wir den Ofen aufmachen, ist es nicht cool, da ist ein Leuchtstein drin. Der wird getriggert, wenn wir aufmachen. Ich finde es mega cool. Das ist ja so eine Anfangsszene im Film, wo der Kevin Angst hat vor dem Ofen. Grandios. So, brauchen wir gleich noch. Ein Stockwerk drüber ist die Küche. Da haben wir zum Beispiel Little Nero's Pizza. Little Nero ist die Pizza, der Pizzalieferant in dem Film. Der bringt da die Pizza rein. Und da haben wir auch eine beklebte Kühlschranktür. Im Kühlschrank ist auch einiges los. Da ist ein bisschen Mac and Cheese Fertigpackung drin. Die mache ich mal raus, dass sie mir nicht wieder rausfallen. Wir haben ein Waschbecken mit drin, ein Fernseher. Der Fernseher ist ja wichtig. Spielt auch eine Rolle, die Pfanne, Mikrowelle und so weiter und so fort. Und hier oben über der Türe seht ihr vielleicht die Flamme, mit dem Harry eine neue Frisur kriegt. Und exklusiv in diesem Set eine Türe mit einer Katzenklappe. Ja, jeder, der den Film kennt, weiß, um was es sich da handelt und so weiter und so fort. Besonders ist aber der Kamin. Oder vielmehr der Wäscheschacht. Vielmehr ist ein Wäscheschacht. Hier können wir drehen. Wenn wir hier dran drehen, passiert was. Und zwar da oben ist eine Luke. Da fällt dann das Bügeleisen nach unten. Achtung, ich mache das mal. Zack. Und fällt eine Ebene tiefer. Wenn wir denn jetzt zum Beispiel das zusammengebaut hätten, dann würde das Bügeleisen hier unten bei der Waschmaschine rausfallen, wenn da der Marv steht. Ich finde es ziemlich lustig, eine nette, coole Idee. Das macht richtig Freude. Also ich finde, das macht richtig, richtig Freude. Das ist eine schöne Idee. Man dreht da dran, das Bügeleisen fällt runter, Marv voll auf die Rübe, voll gut. Und man kann es ans Haus anpinnen. Und weil das alles eine halbe Ebene höher gesetzt ist, ist hier das Esszimmer. Da kommt das Esszimmer rein und da ist die Küche und es passt eins zu eins zusammen. Das finde ich so klasse. So, da können wir nämlich den kleinen Klotz wegstellen und zeige euch, wie das befestigt ist. Ich konnte es ja gerade vorhin wunderbar drehen. Das liegt daran, dass das mit Achsen festgemacht ist und mit zwei Pins. Man kann es im Hauptgebäude tragen, das fällt nicht ab, wegen der langen Achsen her. Was haben wir noch? Wir haben hier zwei kleine Schalter, die wir bewegen können. Was das macht, zeige ich euch gleich. Und wir gehen jetzt mal von unten nach oben durch. So, machen wir mal das Dach weg. Machen wir mal den ersten OG weg. Und kommen hier dahin. Der komplette Unterbau. Oh, da ist mein Tannenbaum umgefallen. Oh, oh, oh. Was mache ich da? Tannenbaum wieder drauf. Wir wollen es doch schön präsentiert haben für euch. Tannenbäumchen drauf. So. So. Ach, da liegt ein Grogu drin. Wo kommt der Grogu her? Grogu ist nicht Teil des Sets. So. Ich könnte das ganze Ding kippen und euch zeigen. Muss ich aber nicht, weil ich kann ja vorne die komplette Szenerie aufklappen. Trotzdem kippe ich es für euch, weil dann seht ihr mal, was unten dran los ist. Wir haben tatsächlich bunt. Das Schöne ist, das sieht man alles nicht mehr, weil es überbaut ist. Wir haben interessant gebaute Stühle, die hier am Tisch fest sind. Wir können die am Tisch auch festmachen. Ich habe gerade einen Ventilator kaputt gemacht. Wir haben hier den, ich fahre mal zurück. Wir haben hier den Basketballspieler, der auf dem Zug ist. Also das sind alles Anspielungen zum Film. Ich muss jetzt nicht alles nennen. Wir haben den Weihnachtsbaum, wir haben den Kamin. Wir haben Matchbox-Autos auf dem Boden. Da ist eine ganze Menge los. Wir haben super, das war der Teil vom Ventilator, den ich erwähnte. Wir haben da so super viele Sachen. Wir haben den Tisch, an dem Kevin sitzt und sich sein eigenes Abendessen macht. Wir haben diese wunderschöne Szenerie. Da ist so viel Zeug drin. Das gefällt mir mega. Und wir haben hier ein kleines Rädchen, wo wir drehen können. Wenn wir da dran drehen, dann dreht sich die Schallplatte. Jetzt muss ich den Grogu raustun. Grogu gehört nicht dazu, muss ich mit meinem Junior schimpfen. Und dann dreht sich hier der Kollege hier und die Schallplatte dreht sich. Zeigen wir das mal ein bisschen näher. Zack. Ich sehe mal davon ab, einen Motor einzubauen, weil sonst fliegt mir der Zug um die Ohren. Cool. Diese ganzen Gleise, die ihr da seht bei dem hier, da drüben, die sind bedruckt. Das sind keine Aufkleber. Wir haben tatsächlich einige Aufkleber mit bei. Die Pizzakartons, die ich euch zeigte, Little Nero's Pizza. Das sind Aufkleber, die Mac and Cheese sind Aufkleber, viele andere Sachen sind aber bedruckt. Cool ist auch die Treppe in der Mitte, habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen, ich mache mal die Türe auf. Die Treppe hier, die ist richtig gut, ich muss gucken, dass nichts rausfällt, vor allem die Stühlchen nicht. Die Treppe ist richtig, ich sag's gerade noch, die Stühlchen sind echt doof, die haben nämlich unten keine Noppen, die haben solche Zähnchen dran. Bah, die Nerven, sage ich euch, ich mache die auch mal raus. Oh, da ist noch eine Kerze, wo kommt denn die Kerze her? Irgendwo ist die Kerze runtergefallen, na gut. Auch so Details wie die Standuhr da hinten. Also da kann man beim Bauen richtig viel erleben und richtig viel sehen. Mir gefällt es richtig gut. Die Treppe auch mega gut gemacht. Und warum ist die Treppe da drin? Richtig. Wir können jetzt zum Beispiel den Schlitten mit Kevin nehmen, können den hier oben hinstellen. Zack. Und können mit Minifigur das Ganze nicht machen. Ohne Minifigur geht es besser. Warum geht es mit Minifigur nicht? Das ist ein bisschen komisch. Müsste ich die Arme höher nehmen? So.
Na? Das muss ich nur wollen tun. Dann können wir das. Nee, mit Minifigur. Mit Minifigur will es auch nicht. So. Ich mach's mal ohne Minifigur, bevor ich jetzt zu viel Unfug mache. Wenn der Schlitten da hinten ist, kann ich auf den Knopf hinten drücken und der Schlitten rutscht da runter. Wenn man jetzt nicht ganz so strunzdämlich ist wie ich. Oh, kommst du her. Wenn man nicht so strunzdämlich ist wie ich. Ich habe es beim Bau vom Video letztes Jahr bis euch gezeigt. Ich habe ihn hier runtergeschubst und er ist dann hier unten durchgefahren. Das funktioniert, das habe ich ein paar Mal geschafft. Das ist echt cool. Unteres Stockwerk, auch hier vorne mit diesen schönen Girlanden, mit dem McAllister M auf der Fußmatte. Ich finde es richtig gut. Ich finde es richtig, richtig gut gelungen. Auch schön dekoriert. Sehr, sehr schön. Kommen wir zum ersten OG. Und das sieht schon wirklich aus wie ein Haus, denn es hat so eine Art Grundriss. Da klappert auch was. Ach genau, was da klappert, muss ich euch zeigen, ja. So, jetzt muss ich das nur wieder richtig machen. So. Das sieht wirklich aus wie eine Art Grundriss. Da haben wir wirklich unterschiedliche Zimmer. Wir haben das Elternschlafzimmer, wo auf dem Bett rumhüpft, mit dem Wecker, den wir kennen. Wir haben die Popcornpackung, wir haben das Bad, wir haben den Treppenaufgang, wir haben das Zimmer von seinem Stiefbruder mit der Tarantel. So, und kann man auch wieder aufklappen. Da das besagte Zimmer. Hier das besagte Bad, hier kann man Kevin da vorstellen. Dieser Spiegel ist allerdings ein Aufkleber. Kann man ihn vorstellen, kann man diese Szene nachspielen. Leider, oder vielmehr leider, ich verstehe, warum Lego keinen zweiten Torso mitgemacht hat, wo er nur ein Handtuch um die Hüfte hat. Im Film ist es ein Kind. Ich verstehe, warum man den nicht oberkörperfrei als Lego-Figur macht. Insofern gehe ich d'accord damit, dass er mit dem Weihnachtspullover vor dem Spiegel steht und sich eine Packung Rasierwasser ins Gesicht klatscht. Ich finde es nett gemacht und hier unten auch der Durchgang zur Treppe. Warum? Warum der nett ist? Weil es nämlich genau passt. Wenn ich das nämlich übereinander mache, zack, gucken wir da genau, ich hoffe, ihr seht das, kommt da genau die Treppe hoch und deswegen da auch hier dieses, haben wir wieder weg, dieses kleine Farbeimerchen, können wir da unten rumschwingen und bong, dem Harry volle Kanne auf die Rübe geben. Ist ja im Film genauso. Die Tarantel habt ihr schon entdeckt, die geht die andere Treppe da hoch, kommst du her, machen wir hier wieder fest den Farbeimer, so. Hier an der Treppe ist die Tarantel, die Spinne, die aus dem Terrarium bei dem Bruder, bei dem Stiefbruder ausbricht. So, das elterliche Schlafzimmer habt ihr wahrscheinlich gesehen, überall Türen drin. Ne? Und da ist ein kleines Regal dran und ein Gewehr an der Wand. Mit dem Gewehr können wir dann unten, ne, mit Little Nero können wir den Pizzaboten ärgern. Und hinten ist noch ein Knubbel, wie ich erwähnt habe, wenn ich an den ziehe, bricht das Regal zusammen. Wenn Kevin nämlich da draufsteigt auf das Regal, bricht das Regal zusammen, die Tarantel entkommt und gut ist. Da sind noch ein paar andere Kleinigkeiten mit drin, eine Lampe ist mit drin und ein Xmas Sale Duncan's Toy Store. Duncan's Toy Store ist übrigens der Spielzeugladen aus Home Alone 2. Ist eine Anspielung auf den Film. Ich finde es richtig gut gemacht. Da ist richtig viel los. Im Elternschlafzimmer hätte ich mir auch noch einen Leuchtschein vielleicht oder so gewünscht. Hm, okay. Kommen wir zum letzten Teil des Hauses. Kommen wir zum Dachgeschoss. Und ja, ihr habt es gerade schon gesehen. Das Dachgeschoss hat nicht nur einen Kamin. Das hat auch ein Versteck. Im Film ist es ja so, dass er oben sein Bett hat, in dem er auch seine lustigen Filme schaut, in dem er die anderen Dinge macht, in dem er einen Süßigkeitenautomat hat, seinen Popcorn und sein Eisschlabber, das ich da euch da gezeigt habe. Und dann ist da noch so der Battleplan vom Haus, er zeichnet da auch einen Kampfplan, wenn die Einbrecher rein wollen, was er alles macht. Das ist allerdings keine bedruckte Fliese, das ist ein Aufkleber, das ist alles da drin. Auch so eine Dose mit Getränken, ein Spinnennetz ist noch mit drin und eben der Treppenaufgang. Alles sehr nett gemacht, alles cool. Besonders cool, hinter dem Bett ist dieses Fenster. So, muss ich nur aufkriegen hier. Das ist jetzt eine leidige Aufgabe. So. Oh, das möchte nicht. Dieses Fenster kann ich auch aufmachen. Das ist da, wo er dann eben flüchtet. Von Obergeschoss raus eben zum Baumhaus. An alles haben sie gedacht. Drei schöne Fenster, beziehungsweise Erker dran. Sind es Erker? Nein, Dachgauben sind das. Den Kamin, richtig, richtig gut. So, bauen wir das Ding wieder richtig rum drauf. Wie rum gehört's? Der Ausgang nach hinten. Zack. Das ist ein richtig, richtig großes Set. Wieder dran schieben. Und jetzt zum Beweis, ich nehme es hier als Haupthaus und das Ding bleibt hinten dran. Nur eben mit dem Kollegen ist nicht so viel. Und zusammenbauen muss ich den Kühlschrank und die Stühle auch wieder. Ich musste euch mal zeigen.
Es ist ein cooles Set. Es ist nicht nur für Weihnachten ein tolles Set. Es steht das ganze Jahr bei mir. Steht im Wohnzimmer übrigens. Nicht nur, weil ich Kevin heiße und weil Home Alone ein Film meiner Jugend war. Nein, sondern weil das Set ein richtig schönes Haus von Lego ist. Und dafür gibt es auch coole Beleuchtungskits. Aber guck mal, das steht so im Wohnzimmer. Da guckt ihr drauf und nebenan vielleicht noch eine. Angenommen, ihr habt da noch eine Orchidee stehen oder so oder einen Bonsai-Baum. Das macht sich dann eben richtig gut. Und vor allem, wenn er dann so. Jetzt reiße ich es hier ab. Es hat extra kleine Griffe, wo man es dann ziehen kann. Ich ziehe natürlich am falschen. Da kann man natürlich dann woanders dran, hier am Fenster dran ziehen. Zack, zack. Machen wir alle auf. Und wenn ihr das dann zu Hause stehen habt und keine Angst vor Staub habt oder eine große Vitrine, könnt ihr das auch so aufbauen. Das macht doch richtig was her. Vielleicht auch noch den Kollegen da. Das macht doch richtig was her. Das ist ein wunderschönes Set. Die Tatsache, dass man die Stockwerke einzeln abnehmen kann, dass man vorne aufklappen kann, diesen Puppenhauscharakter reingucken kann. Nicht wie beim Modulargebäude, wo ich wirklich Schicht für Schicht abnehmen muss, um reingucken, sondern wo ich hier aufklappen kann, um diese Details zu sehen. Wo jeder die Details kennt, der den Film gesehen hat. Grandios. Und so viel Anspielung drin, so viel Sachen drin, so klasse gebaut, so nette Bautechniken, so viel Liebe im Detail. Für 250 Euro habe ich gesagt, tipptopp Deal für fast 4000 Teile. Und für, es kostet jetzt 300 Euro, ich weiß. Aber immer noch, für fast 4000 Teile, 300 Euro, ein super stabiles Gebäude. Und über die Teile müssen wir nicht reden. Wir haben super viele Mauersteine mit drin. Wir haben normale 1x3, 1x6 Teile mit bei. Viele weiße Dachsteine haben wir mit bei. Also da ist schon richtig, richtig viel dabei. Viele Plates mit bei. Das Ding ist echt, echt gut. Das ist ein super, super Set. Von mir wird es wirklich eine 1 mit Sternchen bekommen, wenn keine Aufkleber dabei gewesen wären. Ansonsten eine super Umsetzung eines Lego Ideas Entwurfs mit ein, zwei Findigkeiten, wie ich finde. Klar, das mit dem Schlitten, das funktioniert nicht immer. Das Baumhaus muss man irgendwie separat dazustellen, dass es hübsch ausschaut. Aber sie haben so viel dazu gepackt, wo ich sage, Respekt. Was sagt ihr zu dem Set? Habt ihr es gekauft? Habt ihr vielleicht meine Bauzeit letztes Jahr geschaut, wo ich das Set zusammengebaut habe? Würde mich mal interessieren. Ist es ein Set für euch? Habt ihr es? Habt ihr Probleme gehabt, es zu kriegen letztes Jahr? Sagt ihr euch, jetzt kaufe ich es nicht, wenn es zu teuer ist? Würde mich mal interessieren. Ich bin froh, dass ich es habe. Und es wird definitiv auch zusammen mit dem Schlitten in mein Weihnachtsdorf einziehen. Wie, weiß ich noch nicht, aber es wird einziehen, auch wenn es zum Maßstab nicht so ganz passt. Das Haus ist einfach zu schön, um es irgendwo anders gerade hinzustellen. So, und das würde ich sagen, reicht es als Super Review. Und ich hoffe, ich habe es früh genug veröffentlicht, dass ihr noch eine Chance habt, es zu ergattern zu einem halbwegs anständigen Preis, bevor ihr zu Weihnachten horrende Summen zahlen müsst. Ja, und ich habe das tatsächlich für mich selbst gekauft, weil ich das cool finde. Und ich muss einfach nochmal das T-Shirt hier betonen, das habe ich mir letztes Jahr exklusiv gekauft, um dieses Set aufzubauen in 24 Schritten. Jetzt muss ich es wieder rauskramen für dieses Video. Es hat mir richtig Freude gemacht und nostalgische Erlebnisse. Guckt euch auch gerne die Baufortschritte an oder Bauschritte an, die 24. Das war echt ein super Ding. So, das soll es gewesen sein von mir aus. Bald kommen noch mehr Weihnachtssets und zwar vor Weihnachten. Das ist ja wichtig, weil zu Weihnachten ist zu spät. Habt noch einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche. Macht's gut, bis bald. Tschüss.